Hallo Freunde der fröhlichen E-Bag-Bastelei! Heute mal wieder ein Post-Bag-Video. Was haben wir denn hier? Wir können es draußen schon fast lesen, aber ich sage es euch nicht. Wer es gesehen hat, weiß es vielleicht. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Das Coronavirus hat auch die Chinesen natürlich befallen, wie ihr alle wisst. Und jetzt ist es gerade in Deutschland. Und da habe ich natürlich Glück, dass ich dieses Paket jetzt nach 3 Monaten endlich mal bekommen habe. Ich mache es jetzt auf. Oh, ihr seht es schon, es ist ein Subwoofer-Controller. Machen wir weiter auf. Oh, was ein schickes Teil. Ja, was haben wir denn hier alles drin? Ein bisschen Zeug. Oh, noch mehr Zeug. Und hier haben wir Kabel und den Controller. So. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ganz schöner Klotz. Alter Schwede. Ja, jeder, der das Ding schon mal hatte, wird das Ding kennen. Auf dem steht sogar hier was drauf. Und zwar, wie wir lesen können, ist hier drauf ein 72 Volt 200 Ampere Controller. Mit dabei ist alles, was das Gerät begehrt. Was wunderbar ist, was aber nicht oft bei Controllern dabei ist, es sind für alle Stecker Gegenstücke dabei, beziehungsweise für... Na doch, für alle ist was dabei. Also auch für diesen hier. Das fehlt nämlich oft. Ja, und für alle anderen ist halt auch was da. Dann haben wir hier ein USB-Programmierkabel, was auch oft nicht mit dabei ist. Kann ich nur empfehlen. Funktioniert super über den Rechner. Und was noch geiler ist, was auch oft nicht dabei ist, ist nämlich ein USB-Dongle zum Programmieren. Den steckt man im Endeffekt einfach hier an. Boah. Und dann kann man das Ding übers Handy programmieren. Und beim anderen ist es genauso. Da steckt man dieses Ding hier einfach in den PC. Und dieses Teil steckt man hier in den Controller. Und dann geht's ab. Ja, was haben wir hier an Steckern? Sind super beschriftet, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier zum Beispiel einmal den Gasgriffanschluss 0 bis 5 Volt. Das ist dieser dreipolige weibliche Stecker, dieser Gehäusestecker. Dann haben wir hier 12 Volt, das müsste glaube ich eine Bremse sein. Das ist sehr geil, dass dieser Controller das kann, weil nämlich man kann die Kiste im Endeffekt dann einfach an die Bremsleitung zum Beispiel von einem L-Motor mit anschließen. So, da haben wir den Gasgriff nochmal. Dann haben wir hier nochmal E-Brake, Gasgriff. Da kann man im Endeffekt noch einen Gasgriff mit anschließen, den man sozusagen, wo man die Rekuperation dann darüber steuern kann. Spannendes Ding. Dann haben wir hier viele, viele Kabel. Haben wir hier einmal, das ist 72 Volt Ignition. Das ist im Endeffekt der Einschaltknopf. Den wird man damit verbinden müssen, mit Plus, denke ich. Dann haben wir hier Hallmeter. Das ist dafür da, wenn man ein Display hat, beziehungsweise ein Bluetooth BMS, 300 Ampere Dinger mit 24S, kann man hier im Endeffekt an das Display dieses Hallmeter mit anschließen und kann dann über die Geschwindigkeit ablesen. Beziehungsweise wenn man diese normalen Standard-Displays hat, geht es auch. Hier haben wir einmal einen 3-Stufen-Schalter, ist auch sehr schön. Ja, seht ihr hier. Den kann man auch so programmieren, dass man ihn entweder als 3-Stufen-Schalter nutzen kann oder als sequentielle Schaltung. Also da gibt es unterschiedliche Programmiermöglichkeiten. Zum Schluss haben wir hier nochmal den Rückwärtsgang und die Bremse. Sehe ich hier gerade. Da. Und als allerletztes haben wir noch den Hallsensoranschluss, den 6-poligen. Jetzt müssen wir mal gucken. Bei diesem 6-poligen Hallsensoranschluss ist auch ein Wärmesensor mit drin. Das heißt, dass man alle, das heißt hier dieser weiße in der Mitte ist der Wärmesensoranschluss. Das heißt, dass man alle Motoren mit Wärmesensor ohne Probleme dort anschließen kann. Ja, was haben wir denn noch für Anschlüsse? Da haben wir hier einmal den Minus, dort einmal den Plus und dann haben wir hier nochmal die drei Phasen, ne? Grün, Blau und Gelb. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Irgendwie eine Garantiekarte, das braucht man aber eher nicht. Zetteltechnisch, wie ihr seht, ist da sonst nichts drin. Ne? Normalerweise ist immer noch eine kleine Anleitung dabei, wobei... Ja, bei diesem Ding ist eigentlich nicht viel noch weiter dazu zu sagen. Das war's schon wieder von diesem Video. Ich würde mir wünschen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ob ihr zum Beispiel auch so einen Controller schon mal verbaut habt oder den momentan nutzt, mit wie viel Volt ihr den zum Beispiel nutzt und wie viel Ampere ihr daraus zieht.
Wenn das Ding eingebaut ist, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Videobike dazu machen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denkt daran, die Glocke zu bestätigen, damit ihr auf jeden Fall alle Videos von mir immer seht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt meinen Instagram-Account bzw. den Kanal. Link ist unten in der Beschreibung drin. Da werdet ihr immer über aktuelle Projekte wesentlich besser irgendwie informiert. Ich poste da das öfter irgendwie mal Fotos von dem, was ich gerade so mache. Ich würde sagen, gehabt euch wohl. Schönen Morgen, Mittag oder Abend. Euer Herr E-Bike und so. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.